Seit vergangenem Sonntag wird das Tauchboot Titan mit 5 Menschen an Bord auf dem Weg zum Wrack der Titanic vermisst. Die Suchbemühungen laufen auf vollen Touren, doch das Zeitfenster für eine mögliche Rettung schließt sich. Dazu Euronews-Korrespondent Philip Crowther. Die amerikanische Küstenwache hat bestätigt, dass ein Geräusch zu hören war. Es besteht also ein wenig Hoffnung, dass die 5 vermissten Männer lebend gefunden werden könnten. Es handelte sich um ein kanadisches Militärüberwachungsflugzeug, das im Rahmen dieser Großoperation in einem abgelegenen Teil des Nordatlantiks Unterwassergeräusche aufspürte. Sucher brachten einen Unterwasserroboter in dieses Gebiet. Diese Operation hatte jedoch negative Ergebnisse erbracht, werden aber fortgesetzt, so die Worte der hier in Boston stationierten Küstenwache, die diese komplexe Rettungsmission leitet. Das Magazin Rolling Stone hatte zuvor interne E-Mails der US-Regierung zitiert, in denen es heißt, dass Teams alle 30 Minuten knallende Geräusche in der Umgebung gehört hatten. Schätzungen gehen davon aus, dass nur noch Sauerstoff für einen Tag übrig bleiben könnte, wenn das Schiff noch funktionstüchtig wäre. Und es bleibt die Frage, wie die Teams das verlorene U-Boot überhaupt erreichen könnten. Es könnte sich bis zu etwa 3800 Meter unter der Oberfläche in der Nähe des Wracks der Titanic befinden. Mittlerweile sind immer mehr internationale Schiffe und Flugzeuge auf dem Weg in diese Gegend. Es gibt auch Bestrebungen, Bergungsausrüstung in die Gegend zu bringen, falls das Schiff gefunden werden sollte. Philip Crowther, Euronews, Boston.